Und damit darf ich euch herzlich begrüßen bei Dawn of Man. Ja, der eine oder andere wird wahrscheinlich eher auf Anno 1800 warten, das tue ich auch. Aber ich wollte jetzt zwischenzeitlich dann Dawn of Man dann nochmal ausprobieren, weil ich es mittlerweile auf Steam gesehen hatte und ich auch gesehen hatte, dass jemand es spielt in meiner Freundesliste. Da war ich doch mal ein bisschen neugierig, was denn das ist. Und da bin ich ganz zufällig drüber gestolpert. War gar nicht auf meiner Liste tatsächlich und sieht aber sehr interessant aus. Wir begleiten einen menschlichen Stamm und zwar von der Urzeit, von der Steinzeit bis in die Eisenzeit hin. Es wird also sehr urzeitlich werden hier. Das kennen ja die ein oder anderen auch schon von mir. Und ein bisschen habe ich ins Spiel reingeschaut. Das Tutorial habe ich gemacht, mal ganz kurz in ein neues Spiel reingesehen. Aber ansonsten weiß ich noch nicht viel. Ich kann auch nicht sagen, ob es ein regelmäßiges Let's Play wird. Wir werden auf jeden Fall erstmal ein paar Folgen reinschauen und werden dann entscheiden, ob wir da auch so weitermachen. Wenn Anno 1800 kommt, ist ja nochmal die andere Frage, weil da werde ich wahrscheinlich anderes zu tun haben. Aber trotzdem, wir können da auf jeden Fall mal reinschauen, ja. Und warum ich das jetzt mache, ich gehe schon mal auf ein neues Spiel. Warum ich das jetzt mache, ja, ich hatte ja in einigen anderen Let's Plays, die ich gerade laufen habe, angekündigt, dass ich eine Weisheitszahn-OP vor mir habe. Die ist glimpflich verlaufen, ich kann schon wieder sprechen. Jetzt habe ich aber so viel im Voraus aufgenommen, dass ich gerade nichts zu tun habe. Also nehme ich mir die Zeit und schaue mal in Dawn of Man rein. So, wir haben die Kontinentaldämmerung und die Nordländer, du musst 5 Meilensteine freischalten, um dieses Szenario zu spielen. Also wir müssen hier Meilensteine freischalten und mit den freigeschalteten Meilensteinen können wir dann weiter in der Kampagne voranrücken. Herausforderungen lasse ich mal offen. Müssen wir auch Meilensteine für freischalten und Community gibt es noch nicht so viel, leider. Ist ja gerade auch, ist tatsächlich erst seit dem 1. März draußen, ist also ganz frisch rausgekommen, das Spiel. Wir gehen in die Kontinentaldämmerung. Vergrößere und verbessere deine Siedlung vom paläolithischen Zeitalter zur Eisenzeit. Vor etwa 12.000 Jahren war die letzte Eiszeit gerade vorüber. Daher war ein großer Teil Europas einfacher zu bewohnen, menschliche Bevölkerungen blühten auf und die neolithische Revolution begann. Wo wollen wir denn starten? Beim letzten Mal habe ich den Bergsee genommen. Wir haben aber verschiedene Startregionen, in denen wir quasi siedeln können. Ich könnte vielleicht mal hier den Waldfluss oder den zusammenführende Ströme. Naja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich nehme mal den Kovik, oder? Wir nehmen den Waldfluss. Wir spielen auf Normal, das heißt unbegrenzte Speicherstände. Spiele können pausiert werden. Andere Stämme passen sich an meine Technologie an. Wir haben eine normale Menge Räuber und eine reduzierte Tieraggression. Der Siedlungsname wie könnten wir unsere Siedlung nennen? Es wird wahrscheinlich komplett schief gehen und unsere Siedler werden alle sterben. Das müssen wir immer im Blick behalten. Deswegen nennen wir unsere Siedlung vielleicht einfach mal Atlantis. Dann wissen Sie schon mal, diese Siedlung wird untergehen. Das ist dann aber nicht meine Schuld, sondern das ist ein historischer Fakt. Wir wissen ja alle, Atlantis hat es gegeben. Ist ein historischer Fakt. So, lass ich einfach mal so stehen. Wir gehen ins Spiel rein. Nutze Arbeitsgebiete gemeinsam mit Ressourcenlimits, um deine Siedlung so gut es geht zu automatisieren. Das werden wir auf jeden Fall machen, keine Sorge. So. Ha, da sind wir schon im Spiel. Da stehen auch schon unsere Leute rum und wir haben einen Handwerksschuppen und 2 Zelte, in denen auch schon was drin ist. Denn in den Zelten kann sowohl gelagert werden, als auch Leute, die sich da ausruhen können. Ein bisschen was zu essen und ein bisschen was haben wir schon da. Hier oben können wir sehen, wir haben aktuell 7 Leute mit Kapazität für 6. Wir brauchen also dringend noch ein Zelt. Es ist 11 Grad gerade, wir haben Frühling. Und hier oben sehen wir, was wir aktuell so auf Vorrat haben. Fische, Fleisch, ein bisschen Gemüse, ein paar Beeren, Stöcke, Feuerstein, rohe Häute, Speere, Messer, Fischereiwerkzeuge, okay. Und Hautoutfits. Die guten alten Hautoutfits. Lecker. Und wir können hier auch sehen, Arand, unser Mädchen, ja, und Yhirek, unser Junge. Das sind quasi die Kinder unseres Dorfes. Hier ist Koreuk, ein erwachsener Mann, und Koralk, ein alter Mann. Dann haben wir Kat, die erwachsene Frau, Korkal, den erwachsenen Mann. Korkal. Korkal muss jagen. Oh mein Gott, und ein Wollnashorn direkt neben der Siedlung. Und Kan, die erwachsene Frau. Wir haben also eine gut durchmischte Bevölkerung bei uns sitzen, haben unser kleines Dörfchen hier am Fluss. Und ich kann euch jetzt schon sagen, diese Karte ist riesig. Die ist, also das da hinten die Berge, das ist noch nicht alles. Ich habe beim Durchspiel, also beim ersten Testlauf, habe ich mal versucht, die Karte zu erkunden. Dabei habe ich mein Dorf verloren. Ich wusste nicht mehr, wie ich da hinkomme. Das kann durchaus passieren.
Nun, unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Leutchens hier ein gutes Leben haben. Das heißt, sie brauchen was zu essen. Da können wir jetzt im Prinzip sagen, hier zum Beispiel am Ufer, da wird gefischt. Das heißt, wir können hier sagen, lass mal einen hinschicken, der ein paar Fische holt. Wir haben nur einen mit Fischerwerkzeug. Ich bin gerade mal nicht sicher, wer das ist. Ich glaube, das ist sie. Mhm. Sie hat nämlich die Holzharpune, mit der macht sie sich jetzt auf den Weg in Richtung Fluss und wird ein paar Fischchen für uns holen. Aber wir müssen noch andere Aufgaben zuweisen, denn unser Dorf braucht so einiges. Ich gehe mal in diese Sicht. Ich glaube, von da aus kann man am besten sehen. Unser Dorf braucht nämlich so einiges. Jetzt suche ich nämlich gerade... Ach, guck mal hier. Hier haben wir nämlich Stöckchen. Stöckchen sammle. Das heißt, wir schicken jetzt auch einen los, der Stöcke sammelt. Und was brauchen wir auch? Feuerstein natürlich. Ganz wichtig, schicken wir auch einen los, der Feuersteine sammelt. Was ist das denn? Kupfererz. Ah, okay. Aber das ist für spätere Entwicklungsstufen, also da werden wir uns noch hinarbeiten müssen. Das ist jetzt gerade noch völlig absurd, daran zu denken, dass wir mit Kupfer arbeiten könnten. Hier laufen auch schon ganz viele Tiere rum. Die gute Dame jagt jetzt und wir könnten ihr mal dabei zugucken. Warte mal, ich muss mal... Kann ich die Kamera... Jetzt kann ich auch ranzoomen. So. Die gute Dame jagt noch... Ah, so kann ich die Kamera drehen. Hat sich extra hinter einem Stein platziert, um jetzt... vor dem Hintergrund des Dorfes da hinten Fische zu jagen. Hallo. Aber guck mal, sie hat schon Haarschmuck und der Haarschmuck wurde auch schon geflochten und eingedreht und so weiter und so fort. Also alles wunderschön. Irgendwann wird sie Fische mit nach Hause bringen. Da freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir nämlich wieder was zu futtern. Müssen wir nämlich darauf achten, dass hier wirklich nicht das Ganze runtergeht und unsere Leute irgendwann verhungern. So, da oben laufen schon Tiere rum. Die können wir bei Zeiten jagen. Das werden wir auch machen. Ganz wichtig, und das habe ich jetzt im Tutorial schon gelernt, wir können Arbeitsgebiete einrichten, denn ich habe ihr jetzt ja erstmal nur gesagt, sie soll einen Fisch holen. Das macht sie auch ganz fleißig. Und er holt halt einen Stock. Da kommt er angelaufen mit den Stöckern. Und irgendwann kommt dieser gute Herr hier, die erwachsene Frau Kahn, kommt irgendwann eben auch mit Feuerstein dann nach Hause. Er hat einen Stock dabei, könnte theoretisch noch mehr tragen. Naja, wir können aber Arbeitsgebiete einrichten. Und dann können wir sagen, Stöcke sammeln soll wo gemacht werden? Am besten da, wo viele Stöcke rumliegen. Könnte man theoretisch auch hier unten sammeln, ne? Da sind ein paar Stöcke, die könnte man... Das ist nicht so weit vom Dorf entfernt, oder? Das erscheint mir auch relativ sicher. So, das heißt, hier unten werden jetzt regelmäßig Stöcke gesammelt. Und zwar von einer Person bis zu einem Maximallimit von 10 Stöcken. Arbeitsgebiet ist eingerichtet. Das heißt, einer von den Siedlern wird sich jetzt immer dazu berufen fühlen, hier unten zu arbeiten und Stöcke zu sammeln. So kann man das Ganze dann ein bisschen automatisieren. Das gleiche mit dem Fisch. Da werden wir jetzt einfach hier sagen, hier kann gefischt werden an diesen beiden Plätzen. Auch jeweils einer, bis wir 10 Fische haben. So, Feuerstein brauchen wir auch. Gibt es den hier unten? Hier unten gibt es den, glaube ich, nirgendwo. Das ist... Ach, guck mal, hier gibt es noch mehr Stöcker. Oh, gibt es ganz viele Stöcker. Ich glaube, Feuerstein gibt es erstmal nur da oben. Aber wir können, das ist ein großer Vorteil, einfach mal die Ursicht anschalten. Und in der Ursicht können wir eine Übersicht darüber sehen, was wir wo an Ressourcen finden. Nämlich hier zum Beispiel Feuerstein oder Stöcke. Ja, und andere Dinge, wie zum Beispiel diesen lustigen Baum, einen Birnbaum, da können wir Obst sammeln. Ah, aber das können wir erst im Sommer machen, wir haben aktuell Frühling. Mhm, und da hinten ist Zinnerz und hier diese Farbe von den Tieren. Da werdet ihr sehen, es gibt grüne Tiere, es gibt rote Tiere, so ein Mammut zu jagen, würde ich von abraten, wenn dann doch eher so ein Kind. Dann könnte man doch eher so ein Kind umbringen, als so ein großes, erwachsenes Mammut anzugreifen. Denn die Farbe der Tiere gibt an, wie stark die Tiere sind. Und da sollten unsere Leute vielleicht doch ein bisschen besser geschult sein im Umgang mit Waffen, beziehungsweise sollten bessere Waffen haben. Hier wächst Emma und Linsen und Einkorn. Was wächst da noch? Das ist eine Tanne. Hier gibt es noch Blaubeeren. Oh, lecker, lecker. Gerste. Na gut, genug von der Sicht. Wir können so also ein bisschen rausfinden, wo die Sachen sind, die wir brauchen. Feuerstein brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon Stöcke und Nahrung. Feuerstein können wir dann hier oben sammeln, denke ich mal. Auch wieder mit jeweils einem, bis wir ein Maximum von 10 erreicht haben. Jagen. Ja, wilde Pflanzen sammeln und ernten. Die Frage ist, was nehmen wir denn? Hier oben wäre... Ja, das hier wäre mit den Früchten, ne? Wenn ich das so hier hinstelle... Dann nimmt ihr diese beiden Fruchtbäume. Das machen die aber auch erst dann im Sommer. Dann kriegen wir Birnen und Haselnüsse. Ist eigentlich eine ganz leckere Auslese, die wir dann zusammen bekommen. Kann ich mit leben. Stein holen. Stein können wir hier unten holen. Da gibt es ein riesiges Steinvorkommen. Das macht dann auch immer jeweils einer, wenn der Bedarf da besteht. Das bedeutet, wenn wir hier oben... Aber aktuell brauchen wir gar keinen Stein. So.
Jetzt haben wir schon zumindest schon mal die Aufgaben verteilt. Wir können jetzt nochmal in die Verwaltung schauen. Da sehen wir Werte. Aktuell haben wir ein Gemeinwohl von 100%. Misst, wie gut sich deine Siedlung schlägt. Hängt von den Werten und der Kleidung deiner Einwohner sowie vom Nahrungsüberschuss ab. Beeinflusst die Ankunftshäufigkeit von Einwanderern und die Geburtenrate. Das bedeutet, in Atlantis können Leute sowohl einwandern, als auch unsere Leute können fröhlich vor sich hinpimpern. Und dann kommen neue Kinder dabei rum. Ruhm misst, wie bekannt deine Siedlung ist. Hängt von deiner Bevölkerung, Gebäuden und Technologien ab. Beeinflusst Ankunftshäufigkeit von Einwanderern und Händlern. Das habe ich noch nicht rausgefunden, was die Händler machen. So, hier sehen wir die Gesamtbevölkerung. Wir haben Platz für 6 Leute. Wir haben ein Kind männlich, ein Kind weiblich, jeweils 2 Erwachsene und einen Senior. Der sitzt meistens vor seinem Zelt und meckert darüber, dass früher alles besser war. Das ist seine Aufgabe hier und das ist auch in Ordnung. So, was wollte ich jetzt noch machen? Wir können die Spielgeschwindigkeit einstellen, das werden wir auch noch machen, denn das Spiel ist wirklich auf Langzeit ausgelegt, ohne jeden Zweifel. Was ich jetzt als erstes mal bauen möchte, ist ein Lager. Könnten ein einfaches Lager sein, Holzhaufen, Steinhaufen. Holzhaufen haben wir, glaube ich, hier. Genau, das hier ist der Holzhaufen. Und wir brauchen ganz dringend noch einen Steinhaufen. Nicht hier, sondern Lager, Steinhaufen. Ich baue den mal neben den Holzhaufen, oder? Und der muss von allen Seiten zugänglich sein. Dann haben wir nämlich hier, hier. So. Und ganz wichtig, Lager, ein allgemeines Lagerzelt. Dafür bräuchten wir jetzt zum Beispiel 4 Tierhäute. Und deswegen lasse ich das erstmal sein, denn wir haben noch keinen Häutetrockner. Einen Handwerksschuppen haben wir, aber wir müssen noch irgendwo Häute trocknen. Das mache ich vielleicht mal. Ach, ich könnte eigentlich auch das Lager woanders hinsetzen. Das ist ein bisschen doof, das so in die Nähe zu machen, ne? Häute getrocknet werden hier vorne. Und davon können wir durchaus auch gerne 2 brauchen. So, dann machen wir die mal nebeneinander. Und dann wird hier unten so ein bisschen unsere Trockengalerie. Spirituell können wir einen Totenkopfpfahl aufstellen, ein Bauwerk als Erinnerung an die Toten. Ja, auch ganz interessant. Übrigens, das Spiel hat leider sehr wenig Musik. Ab und zu spielt sie mal rein, aber ansonsten ist es dann doch relativ still. Unsere erwachsene Frau trägt einen riesigen Stein. Und hier oben wird auch schon fleißig gesammelt. Die packen das jetzt halt alles erstmal in die Zelte rein. Aber es macht dann schon mehr Sinn, wenn das hier auch in einem richtigen Lager gelagert wird. Machen wir hier vielleicht so ein bisschen zum Fluss hin die Handwerksdinger. Und hier können wir dann noch die Siedlung hinbauen. Ich denke mal, die Bäume, die kann man auch irgendwann, ja, die kann man irgendwann fällen. Dann hat man richtiges Baumaterial. Nicht mehr nur Stöcker und Fell, sondern dann eben auch Bäume. So, und hier seht ihr, er holt sich jetzt schon die Stöckchen von hier unten, weil er gerade nirgendwo anders gebraucht wird. Können wir die Konstruktion absetzen oder auf hohe Priorität setzen und baut jetzt schon mal den Häutetrockner. So, die Sache ist jetzt die. Jetzt brauche ich natürlich auch Häute. Das bringt ja sonst nichts. Muss ja auch was getrocknet werden da. Erstmal mache ich Folgendes. Ich setze die Geschwindigkeit mal auf 4. Oder wir können sie am Anfang vielleicht auch mal auf 8 setzen, dass die ein bisschen schneller hier arbeiten. So, und da seht ihr schon, Häutetrockner gebaut. Und dafür habe ich einen Wissenspunkt bekommen, weil... Huch, wo kommst du denn her? Was hast du dabei? Wo hast du denn Stein geholt? Da drüben? Was? Hallo Mammut. Das ist eine gefährliche Region hier. Das ist eine sehr gefährliche Region. Hier kann ich die Geschwindigkeit einstellen. Sehr gut. Dann können wir nämlich immer so ein bisschen, weil die Zeiten zwischendrin, die dauern schon lange. Also bis die dann mal Sachen erledigt haben, die ich ihnen aufgegeben habe. Übrigens, das kann man hier sehen, wenn die Leute Hunger haben, wie zum Beispiel sie jetzt gerade, kann die erwachsene Frau, dann holt sie sich hier aus dem Zelt einen Fisch oder ein bisschen Fleisch und wir sehen, das verdirbt halt auch nach einer Weile. Und er muss dringend ausruhen, er muss sich mal ins Zelt setzen, der ist den ganzen Tag unterwegs, der ganze Stress des Tages für Koreuk ist einfach zu viel, während das Kind draußen im Regen spielt. Ja, so haben wir es gerne. Kinder müssen auch arbeiten, wir sind in einer sehr, sehr rückständigen Kultur. Das bedeutet, die Kinder müssen leider auch mit an die Arbeit, keine Schule. Ist ja auch mal schön, ne? Für Kinder gerade, denken die sich, juhu, keine Schule. Dann kommt der Opa und sagt, ja, geh arbeiten. Da vorne ist das Mammut, hier ist der Speer, viel Erfolg. Sie hat sich jetzt hingesetzt, oder er? Korkal, Korkal muss essen. Er hat Fleisch mit dabei, hat sie ans Feuer gesetzt, bereitet das hier für sich zu. Ach guck mal, das Steinlager ist auch schon fertig. Feuerstein erlaubt in diesem Lager, es ist alles erlaubt an Steinen, so viel können wir noch gar nicht. Also im Augenblick haben wir nur 2 Steinsorten, die wir sammeln können. Das ist normaler Stein und Feuerstein. Wobei ich glaube, ich kann im Augenblick sogar nur normalen Stein, Feuerstein sammeln. Bin mir gar nicht so sicher. Wir haben 2 Lager, wir haben 2 Häutetrockner. Mhm. Jetzt ist wichtig, ich muss irgendwo ein Gebiet markieren, wo sie jagen gehen. Beziehungsweise, man kann es auch anders machen. Wichtig, erstmal gucken.
Das wirkt... Oh, guck mal hier, ein Mufflon. Ein einsames, erwachsenes Weibchen, das wir jagen könnten. Geht mal das Mufflon holen, bitte, Leute. Mach mal ein bisschen schneller. Da haben sich schon zwei Leute auf den Weg gemacht, um das Mufflon zu jagen. Das ist nämlich der Vorteil, wenn man auf diese Art jagt. Dann kann man nämlich die schweren Gegner, wie zum Beispiel hier diesen Auerochsen, erstmal umgehen. Kann sich ganz bewusst die ganz einfachen Gegner rausholen. Und die, je nachdem wie schnell so ein Tier ist, ne, weil das kann ja auch weglaufen, schicken sie dann oder schickt die Siedlung dann auch entsprechend viele Jäger aus, die das Tier dann zur Strecke bringen. Und alles, was man von dem Tier verwerten müsste oder kann, dann auch mit nach Hause bringen. Und vor allen Dingen, jetzt muss man gerade gucken, wo sind... Da ist unser Siedler. Die Khan. Die gute alte Khan hat sich auf den Weg gemacht, um zu jagen. Ist mit ihrem Speer unterwegs und da sieht man es schon. Sie macht sich... Sie pirscht sich heran, weil sie das Opfer entdeckt hat. Da hinten liegt es irgendwo herum. Und jetzt... Ach, ja, das hast du davon. Liegst einfach so in der Gegend rum, da musst du halt sterben. Die Khan hat es geschafft. Wir haben einen Mufflon erjagt. Wir haben ein Wissen bekommen. Also auch für jedes Tier, das wir erlegen. Also verschiedene Tiersorten geben uns dann verschiedene... Wir haben kein Brennmaterial. Und sie wird jetzt das hier ausnehmen. Dafür hat sie ihr Werkzeug. Um Nahrung zu kochen und warm zu bleiben, benötigst du Brennmaterial für deine Feuerstellen, Hütten, Gemeinschaftshäuser und Öfen. Du kannst Stöcke oder Holzscheite hierfür verwenden. Deine Einwohner werden automatisch alle Bauwerke mit Brennmaterial aufstocken, wenn du dies nicht in jedem Bauwerk deaktivierst. Siehe auch, aha. Also wir haben auch einen großen, eine große Literaturmöglichkeit. Ach so, so kann ich... Ach, ich kann auch so ganz nah ranzoomen anscheinend. Nee, sie ist noch... Ach, wir sind noch in dem Modus drin gewesen. Okay. Rohes Fleisch. Also hier. Rohe Haut kann man mitnehmen, rohes Fleisch kann man mitnehmen. Sie packt sich gerade schon voll, hat die Knochen auch mitgenommen, das ist gut. Und waren nicht zwei Jäger unterwegs? Ich meine, es wären zwei unterwegs gewesen. Hier ist... Wo ist denn unser Stöcke-Sammler? Sind die Stöcke schon alle weg? Die Stöcke sind schon alle weg. Stöcke sammeln. Hier vorne. So, pass auf. Es können im Zweifel auch zwei oder drei Leute Stöcke sammeln. Das ist nicht so schlimm. Das könnt ihr ruhig machen. Wenn ihr Stöcke braucht, nur hin. Also einfach losgehen. Schickt die Kinder. Schickt die Kinder und die Alten. Die können Stöcke sammeln. Geht und holt Folgendes. Der Junge. Okay, der Jerek, der muss halt lernen, wie das ist, ne? Da liegt alles zubereitet und fertig. Er holt sich auch rohes Fleisch. Ah, guck mal hier. Und er ist mit der rohen Haut beschäftigt dann. Wir haben kein Brennmaterial. Wird gleich geändert. Keine Sorge. Seht, da habe ich wieder nicht drauf geachtet, weil wir kein Brennmaterial hatten. Hier oben müsste doch irgendwo... Werden hier nicht auch die Stöcker angezeigt? Achso, wir haben keine. Deswegen werden sie auch nicht angezeigt. Haha. Ja, das macht natürlich Sinn. Aber wenigstens haben wir ein bisschen Fleisch. Das ist schon mal gut. Wir haben zwei Wissenspunkte. Können wir mal gucken, dass wir nochmal was bauen, nämlich eventuell... Okay, heute Trockner haben wir, das heißt, heute werden getrocknet. Übrigens heute nicht nur zum Bekleiden von unseren Leuten, sondern auch zum Beispiel für Zelte. Die werden unter anderem auch mit Häuten gebaut. So, Lager, wir könnten ein richtiges Lagerzelt bauen, aber wir brauchen, glaube ich, erstmal nochmal ein Wohnhaus. Das baue ich einfach mal hier neben die anderen, vielleicht so in diese Richtung, dass wir hier so eine kleine Siedlung haben, ne? Dann können wir auch alle unsere Leute unterbringen. Machen wir wieder die Geschwindigkeit ein bisschen radikal schneller. Erlangt Stöcke 10, das heißt auch für gewisse Anzahl an... Da bringen sie das Leder hin. Für eine gewisse Anzahl an Rohstoffe, die wir besorgen, kriegen wir dann auch immer Wissenspunkte dazu. So steigt unsere Siedlung dann halt irgendwann auch im Wissen auf. Ach guck mal, und es ist Sommer geworden. Es ist jetzt 24 Grad. Und das habe ich beim letzten Mal schon gemerkt. Die haben jetzt einfach ihre Klamotten abgelegt. Das heißt, die laufen jetzt nackt rum. Keine Lagerplätze frei? Ja, ich weiß. Wieso keine Lagerplätze frei? Was wollt ihr denn lagern? So, das neue Zelt ist fertig. Ich mache mal die Geschwindigkeit wieder runter. Die legen jetzt einfach ihre Kleidung ab, weil ihnen sonst mit dieser Hautkleidung viel zu warm wäre. Also das hat, als Detail hat mir das extrem gut gefallen. Er holt auch Stöcker. Jetzt haben wir nämlich wieder Brennmaterial. Da, gib Brennmaterial hinzu. Das wird dann wahrscheinlich rübergebracht, sobald die es brauchen. Und hier kommen die Häute. So. Und dadurch, dass wir ein neues Zelt gebaut haben, haben wir natürlich auch automatisch... Ach, jetzt haben sie auch Birnen geholt. Ah. Ich brauche ein richtiges Lagerhaus leider. Lager. Ein komplettes Lager. Wir könnten das mal hier unten irgendwie da hinstellen, oder? So ein bisschen... Dass wir hier das Lager haben. So ein bisschen auch abgewandt vom Dorf. Dass hier unten quasi dann so eine Art...
Handwerkssiedlung entsteht und dass man vom Dorf aus nicht immer direkt ins Lager reinschauen muss, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Kriegen wir wieder einen Erfahrungspunkt, glaube ich, dazu, dadurch, dass wir ein neues Gebäude bauen. Und Rohstoffe dafür haben wir ja eigentlich genug. Guck mal, jetzt bauen sie es. Haben sich alle nackig ausgezogen, weil sie dachten, das wäre eine beste Idee. Ach ja. Und damit ist unser Lagerhaus fertig. Sehr schön. Da können wir ganz viel lagern. Und ich denke mal, da werden jetzt auch alles hinbringen, was ansonsten hier in den Zelten gelandet wäre, wie zum Beispiel Birnen oder so. Wobei das ja auch durchaus in die Zelte reingehört, ohne jeden Zweifel. Die Feuersteine werden übrigens nicht schlecht. Das heißt, da haben wir keine Probleme mit. Jetzt fehlt uns noch ein Wissenspunkt. Und Wissenspunkte können wir hier investieren. Und da können wir von Paläolithisch zu Mesolithisch zu Neolithisch in die Kupferzeit, in die Bronzezeit und schließlich in die Eisenzeit uns entwickeln. Keramik ist erstmal obsolet. Das, was wir wahrscheinlich am ehesten brauchen werden, ist nicht Gerben, nicht Spiritualität, auch wenn Glaube natürlich wichtig ist. Hundedomestizierung klingt nett, aber wir werden das Nahrungstrocknen brauchen. Denn es gibt ja auch die Jahreszeiten und im Winter wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer werden, unsere guten Leute hier zu versorgen. Na, mit einer Schleuder könnten wir Feinde besser besiegen und mit besseren Werkzeugen könnten wir mehr machen. Dann können wir nämlich auch Stein abbauen. Aber dafür müssen wir halt erstmal jetzt nochmal einen Punkt irgendwo herkriegen. Das Lagerhaus füllt sich mit Sicherheit gleich. Wir können hier übrigens auch sagen, sie holen gerade unendlich viel. Ja. Das Gemüse ist auf 150% der Bevölkerung eingestellt und dafür auch 150%. Ich denke mal, das wird reichen, nicht, dass die das komplette Lagerhaus vollpacken. Und die Frage ist, hier am Birnbaum ist ja wahrscheinlich, ja, ist erschöpft, da ist nichts mehr dran. Haha, vielleicht haben wir noch andere Pflanzen, die wir sammeln können, dann müssen sie eben ein bisschen weiterlaufen. Wobei, das hier kann ich auch einfach mal so abernten. Das sammelt ihr mal bitte. Dann gibt es hier drüben halt leckere Sachen. Oh, guck mal hier. Speierling. Klingt lecker. Klingt so ein bisschen nach... da war der Adler unterwegs. Klingt so ein bisschen nach Erbrochenem. So, theoretisch können wir auch hier sagen, Gerste können wir noch nicht ernten. Hier unten einkauen, dafür brauchen wir Werkzeuge. Aber gut, erstmal haben sie ja auch genug gesammelt, ne? Gut, dann machen wir das so. Ich sage mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann versuchen, das Dorf auszubauen und zu lernen, wie man Nahrungsmittel trocknet. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Wie gesagt, ich kann auch nicht sagen, ob es ein volles Let's Play wird oder ob wir einfach nur mal 10, 20 Folgen oder so reinschauen und unseren Spaß dabei haben. In jedem Fall bin ich gerade fasziniert von dem Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffentlich bis morgen und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss!